Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der niemals preisgibt das Werk seiner Hände. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder, heute geht es noch einmal um Eroberung oder Landeinnahme. Das hat uns ja die letzten Male beschäftigt. Und wir haben uns immer wieder die Frage gestellt, wie kann das sein oder hat das seine Berechtigung? Und immer wieder kamen wir auf dieselbe Antwort, ja, die Heilsgeschichte Gottes, die hat nun einmal Vorrang. Eine Sache möchte ich im Vorab noch sagen. Nach den Kapiteln 10 und 11, die wir heute behandeln, wird im Kapitel 12 ein Rückblick sein, der von Mose an noch einmal alles erzählt, was wir bisher behandelt haben. Wenn ihr das nochmal nachlesen möchtet, dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Das ist also im Buch Josua Kapitel 12. Und wir werden dann im nächsten Gottesdienst ab Kapitel 13 weitermachen. Aber zunächst singen wir das erste Lied. Das ist die Nummer 449, die güldene Sonne. Wir singen die Strophen 1 bis 4.
geschaut, was Gott gebaut, zu seinen Ehren und uns zu lehren, wie sein Vermögen, sein mächtig und groß, und wo die Frommen dann sollen hinkommen, wann sie mit Frieden von Himmeln beschieden, aus dieser Erden vergänglichen Schoß. Lasset uns singen, den Schöpfer bringen, Güte und Gaben, was wir nur haben, ein Mist sei Gott zum Opfer gesetzt. Die besten Güte sind unsere Gemüter, aus Psalm 36. Herr, deine Güte reicht bis an den Himmel und deine Treue, soweit die Wolken ziehen. Deine Gerechtigkeit ragt hoch wie die ewigen Berge, deine Urteile gründen tief wie das Meer. Du, Herr, hilfst Menschen und Tieren. Deine Liebe ist unvergleichlich. Du bist unser Gott. Bei dir finden wir Schutz. Du sättigst uns aus dem Reichtum deines Hauses. Deine Güte erquickt uns wie frisches Wasser. Du selbst bist die Quelle, die uns Leben schenkt. Deine Liebe ist die Sonne, von der wir leben. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Lieber Vater, wir kommen durch deinen lieben Sohn Jesus Christus heute Morgen zu dir und wollen dir unsere Schuld und unsere Verfehlung bekennen. 3 Tage ist es her, als wir im Gottesdienst zu dir gekommen sind. Und schon haben wir uns wieder von dir entfernt, in Worten, Werken und Gedanken. Warum fällt es uns so schwer, an dir und auf deinem Weg zu bleiben? Liegt es daran, weil wir besser sein wollen als du? Weil wir meinen, wir brauchen dich nicht? Oder liegt es ganz einfach nur daran, dass wir Menschen sind und gar nicht in der Lage, so zu leben, wie du es von uns möchtest? Herr, wir wollen deine Wege gehen und schaffen es nicht. Wir bitten dich, hol uns immer wieder zurück, wenn wir zu straucheln drohen. Gib, dass wir erkennen, dass du derjenige bist, der unser Schutz und Schild und unsere Leitplanke auf unserem Leben ist. Wir bitten dich, bleibe du bei uns. Kyrie eleison. Du bist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Du
lässt uns unsere Sünden nach und vergisst uns nicht nach dem, was wir immer wieder tun. Darum geben wir dir die Ehre. Ehre sei Gott in der Höhe, Ehre sei Gott in der Höhe. Christus, der du unsere Erlösung und unser Heil bist. Du bist aus dem Volk Israel hervorgegangen. Du bist für uns und unsere Schuld am Kreuz gestorben. Und unser himmlischer Vater hat dich auferweckt zum Leben, damit auch wir leben können. Wir bitten dich, dass du uns das erkennen lässt, dass wir spüren, dass wir ohne dich nichts tun können und dass du wirklich das Licht auf unserem Lebensweg bist und sein willst. Das bitten wir durch dich, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und leben wirkst, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, Amen, Amen. Die Lesung steht im Buch Josua, Kapitel 10, die Verse 28 bis 43. Noch am gleichen Tag griff Josua die Stadt Makeda an und eroberte sie. Am König und an allen Einwohnern ließ er den Bann vollstrecken. Alle wurden getötet. Niemand konnte entkommen. Josua bereitete dem König von Makeda dasselbe Schicksal wie dem König von Jericho. Von Makeda zog Josua mit dem Heer der Israeliten vor die Stadt Libna und griff sie an. Der Herr gab auch Libna und ihren König in die Gewalt der Israeliten. Sie töteten alle Einwohner und ließen niemand entkommen. Dem König von Libna bereiteten sie dasselbe Schicksal wie dem König von Jericho. Von Libna aus zogen sie vor die Stadt Lachish, umzingelten sie und griffen sie an. Am zweiten Tag der Belagerung gab der Herr die Stadt in die Gewalt der Israeliten. Sie eroberten sie und töteten genau wie in Libna alle Einwohner. Auch König Horam von Gesa, der den Leuten von Lachish zu Hilfe eilte, wurde von Josua besiegt. Seine Truppen wurden bis auf den letzten Mann aufgerieben. Von Lachish aus zogen sie vor die Stadt Eklon, umzingelten sie und griffen sie an. Sie eroberten sie am gleichen Tag und vollstreckten an allen Einwohnern den Bann, genau wie sie es in Lachish getan hatten. Von Eklon aus zogen sie vor die Stadt Hebron, griffen sie an und eroberten sie. Sie vollstreckten den Bann an der Stadt genau wie an Eklon und töteten den König und alle Bewohner, auch die der umliegenden Ortschaften. Keiner konnte entkommen. Darauf kehrten sie um und griffen die Stadt Debir an. Sie eroberten sie samt den umliegenden Ortschaften und vollstreckten den Bann an ihren König und an allen Einwohnern. Wie in Hebron ließ Josua niemand entkommen. Er bereitete Debir und seinem König dasselbe Schicksal wie Libna und seinem König. Auf diese Weise eroberte Josua das ganze Land, das Gebirge in der Mitte, das westliche Hügelland,
den östlichen Gebirgsabfall und das Steppenland im Süden. Das ganze Gebiet von Kadesh Barnea bis Gaza und von der Landschaft Goshen bis nach Gibeon. Er besiegte alle Könige und ließ niemand in diesem ganzen Gebiet am Leben. An allen vollstreckte er den Bann, wie der Herr, der Gott Israels, es befohlen hatte. In einem einzigen Feldzug eroberte Josua dieses Gebiet und besiegte alle Könige, die dort regiert hatten. Denn der Herr, der Gott Israels, kämpfte für sein Volk. Danach kehrte Josua mit dem Heer der Israeliten ins Lager nach Gilgal zurück. Halleluja! Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja! 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 Lass uns miteinander das nächste Lied singen. Es ist die Nummer 664. Wir strecken uns nach dir. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem, der da ist und der da war und der da kommt, unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Wir lesen weiter im Buch Josua, Kapitel 11, die Verse 1 bis 23. Als König Jabin von Hazor von den Siegen der Israeliten erfuhr, rief er alle benachbarten Könige zu einem gemeinsamen Kriegszug zusammen. Den König Jobab von Madon, die Könige von Shimron und Achshaf und die übrigen Könige im nördlichen Bergland, in der Ebene am See Genezareth, im westlichen Hügelland und im Küstengebiet von Dor. Außerdem schickte er Boten zu den Kanaanitern östlich und westlich des Gebirges und zu den Amoritern, Hethitern, Perizzitern
und Jebusitern im Bergland, selbst sowie zu den Hivitern am Fuß des Hermongebirges im Gebiet von Mezpe. Sie alle kamen mit ihren Kriegsleuten, einer Menge, die so unübersehbar war wie der Sand am Meer. Auch viele Streitwagen mit Pferden brachten sie mit. Sie vereinigten ihre Truppen gegen Israel und schlugen bei den Quellen von Merum ihr gemeinsames Lager auf. Der Herr aber sagte zu Josua: Fürchte dich nicht vor ihnen. Morgen um diese Zeit werdet ihr sie alle erschlagen haben. Dafür sorge ich. Nach dem Sieg müsst ihr ihren Pferden die Fußsehnen durchschneiden und ihre Streitwagen verbrennen. Josua machte mit allen seinen Männern einen Überraschungsangriff auf das Lager der Feinde, und der Herr gab sie in die Gewalt der Israeliten. Die Männer Israels schlugen die Feinde in die Flucht und verfolgten sie nach Norden bis zur großen Stadt Sidon und bis Misrephot Maim und nach Osten bis zur Ebene von Mizpe. Sie erschlugen alle und ließen keinen entkommen. Nach dem Befehl des Herrn ließ Josua die Fußsehnen der Pferde durchschneiden und die Streitwagen verbrennen. Dann kehrte Josua um und eroberte die Stadt Hazor, die damals alle Städte in dieser Gegend samt ihren Königen beherrschte. Er erschlug ihren König, und die Männer Israels vollstreckten an allen Einwohnern den Bann. Niemand blieb am Leben. Die Stadt wurde verbrannt. Auch alle anderen Städte eroberte Josua und ließ ihre Könige und alle Einwohner töten, wie es Mose, der Diener des Herrn, befohlen hatte. Diese Städte wurden jedoch nicht verbrannt. Sie stehen noch heute auf ihren Hügeln. Die Israeliten nahmen alle wertvollen Dinge und alles Vieh für sich, aber von den Menschen ließen sie keinen am Leben. So hatte der Herr es seinem Diener Mose befohlen, und Mose hatte den Befehl an Josua weitergegeben. Josua hielt sich genau an alle Weisungen, die Mose vom Herrn erhalten hatte. Josua eroberte das ganze Land von Süden bis Norden, das Gebirge, das südliche Steppengebiet, das westliche Hügelland und die Jordanebene. Das ganze Gebiet vom kahlen Berg, der zum Gebirge Seir hin liegt, bis nach Baal-Gad in der Ebene zwischen dem Libanon und dem Hermongebirge. Alle Könige dieses Gebiets nahm Josua gefangen und tötete sie. Er musste jedoch lange gegen sie kämpfen. Außer der Hiviterstadt Gibeon schloss keine andere Stadt mit den Israeliten Frieden. Alle mussten erobert werden. Der Herr hatte ihre Bewohner so starrsinnig gemacht, dass sie den Israeliten Widerstand leisteten, denn er wollte, dass sie alle dem Bann verfielen und ohne Erbarmen vernichtet würden. So hatte er es Mose befohlen. Damals vernichtete Josua auch die Anakiter, die in den Städten Hebron, Debir und Anna und in anderen Orten im Bergland von Juda und Israel lebten. Er vollstreckte den Bann an ihnen und ließ niemand von ihnen übrig. Nur die Anakiter
in Gaza, Gad und Aschdod entkamen dem Untergang. Josua eroberte das ganze Land, wie der Herr es Mose angekündigt hatte. Er gab es den Israeliten als Besitz und teilte jedem Stamm sein Gebiet zu. Die Israeliten lebten nun in Ruhe und Frieden. Herr Gott, heilige du uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, nehmt mir es nicht übel, aber angesichts dieser Lesung und dem allem, was wir gehört haben, könnten einem die Worte fehlen. Ich höre sie schon, die Fragen. Wie könnt ihr in solchen Zeiten, in denen wir heute leben, eine solche Geschichte mit solcher Grausamkeit behandeln? Wie könnt ihr das Vorgehen Josuas in Schutz nehmen? Josua stellt sich doch als Mörder dar. Oder ist Gott gar ein Mörder? Ja, viele dieser Fragen, die kommen könnten und sicherlich auch im Laufe der Zeit, in denen wir die Geschichte Mose und Josuas behandelt haben, nehme ich hiermit vorweg. Weil ihr könnt mir sicher glauben, dass auch mir als Mensch diese Fragen durch den Kopf gehen. Und das ist auch in Ordnung. Wir dürfen uns diese Fragen stellen. Alleine schon aus dem Grund, weil wir, wie wir es schon so oft erleben mussten, mit unserem Verständnis dessen, was geschieht und was im Auftrag des Herrn geschieht, an unsere Grenzen stoßen. Wir können nicht verstehen, warum Gott in dieser Weise handelte. Wir hören, er hätte die Bewohner starrsinnig gemacht. Das kommt uns doch bekannt vor. Es hat schon einmal jemanden gegeben, der von Gott starrsinnig gemacht wurde, um letztendlich das Volk Israel mit der Hilfe des Mose aus Ägypten herauszuführen. Die Rede ist natürlich vom Pharao. Muss Gott immer so handeln, dass er andere starrsinnig macht, damit seine Vorhaben gelingen können? Ich sage es noch einmal. Es geht hier nicht darum, die Handlungsweise Gottes zu verstehen. Wenn wir diese verstehen wollten in allen Einzelheiten, dann dürfte unser Gottesdienst nicht nur etwas über eine Stunde dauern, dann müssten wir, glaube ich, Tag und Nacht Gottesdienst halten, ohne dass wir mit unserem Verständnis ein wenig weiterkämen. Wir wissen, dass Gott das Land den Israeliten versprochen hat. Schon seit Abraham wissen wir dies. Er hatte ihn ja in dieses Land geführt. Und auch er hatte mit Widerständen zu kämpfen. Wir erinnern uns an Sodom und Gomorra. Diese Widerstände, ja, die waren vorhanden. Und das hat sich auch nicht geändert, als Josua von Mose die Führung Israels übernahm. Israel konnte
die Eroberung des Landes nicht als selbstverständlich ansehen, weil sie am eigenen Leibe spüren mussten, welche Anstrengung dies erforderte. Und die Eroberung Israels ist letztendlich Gottes Plan. Und Gottes Pläne sind schwer, wenn nicht überhaupt nicht durchschaubar. Aber die Zusammenhänge sind für uns einfach wichtig. Denn ein Gottesvolk, das umherzieht und nicht sesshaft wird, kann Gottes Pläne auf die Dauer nicht verwirklichen, weil es mit seinem Umherziehen so beschäftigt ist, dass es eben für andere Dinge kaum Sinn hat. Und so musste Israel im Lande sesshaft werden, um weiterhin das Werkzeug Gottes sein zu können. Wie gesagt, angesichts dieser Grausamkeiten, und dazu haben wir das Recht, das so zu nennen, da bleibt einem tatsächlich die Spucke weg. Aber noch einmal, es ist nicht unsere Aufgabe, die Handlungsweise Gottes zu verstehen. Denn wir wissen aus der Geschichte heraus, dass Gott immer wieder auch mit Liebe vorgegangen ist, gerade seinem Volk gegenüber. Und was die Menschen letztendlich dazu veranlasste, starrsinnig gegenüber Israel zu sein, das ist und bleibt Gottes Weisheit alleine. Aber wir können und müssen verstehen, dass die Zusagen Gottes nicht zurückgenommen werden. Wenn Gott seinem Volk einmal das Land versprochen hat, dann nimmt er dieses Versprechen nicht zurück. Und ich sage es einmal so profan, es ist Gottes Sache, wie er das anstellt. Wir haben nicht das Recht, Gott zu kritisieren. Politische Entscheidungen können und dürfen wir kritisieren. Aber Gott können wir alleine schon deshalb nicht kritisieren, weil wir seine Wege nun mal nicht verstehen können. Aber Gott ist mit uns. Gott ist so mit uns, dass, man kann es nur immer wiederholen, er seinen Sohn in diese Welt schickte, um die Welt mit Liebe zu erfüllen und die ewige Versöhnung von uns Menschen mit unserem himmlischen Vater zu bewerkstelligen. Liebe ist nicht nur ein Wort, Liebe, das sind Worte und Taten, heißt es in einem Lied. Ja, die Grausamkeit wird von der Liebe Gottes überflügelt. Denn welcher Mensch geht so weit, dass er sein Leben hingibt für einen Freund? Das tut Gott, indem er seinen Sohn in diese Welt sandte und ihn für uns am Kreuz sterben ließ. Und so schwer uns dies auch fällt, gerade angesichts der Kriege in der Ukraine und der Welt, so müssen wir, ich habe es schon häufiger gesagt, tatsächlich einen Unterschied machen zu dem, was Gott für sein Volk will. Dieses ist unumstößlich und auch nicht zu kritisieren, als das, was wir Menschen tun.
Hätte Josua aus sich heraus so gehandelt, dann wäre wahrscheinlich alles anders verlaufen und dann hätten wir auch heute das Recht, die Existenz Israels zu kritisieren, weil wir sagen könnten, dieses Land ist durch menschliche Gewalt und aus menschlichem Wissen erobert worden. Aber dies ist nicht der Fall. Das Existenzrecht Israels kann alleine aus dem einen Grund nicht in Frage gestellt werden, weil Gott, der Herr, unser himmlischer Vater, dafür Sorge getragen hat, dass Israel dieses Land, wie er es verheißen hat, bekommt. Das mag manchem aufstoßen, aber es ist so. Es ist unumstößlich. Und letztendlich ist es zu unserem Heil und zu unserer Erlösung geschehen. Denn wäre Jesus nicht aus Israel hervorgegangen, wäre er nicht für uns gestorben und auferstanden, könnten wir als Heidenchristen nicht in den edlen Ölbaum Israel eingepfropft worden sein und hätten nicht das Anrecht, uns Jesus zum Freund und zum Bruder zu nehmen. Aber da es so geschehen ist, haben wir dieses Recht und die Möglichkeit. Was wir daraus machen, das liegt an einem jeden von uns. Aber es ist ein gutes Werk, wenn wir Jesus den Juden als Freund und Bruder annehmen und mit ihm unsere Wege gehen. Und der Friede Gottes, der so viel höher ist, als wir mit unserem Verstand zu erfassen vermögen, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Jesus, wir danken dir, dass du die Fülle unseres Lebens bist. Wir bitten dich, lass uns nicht so sehr daran hängen, das Handeln unseres himmlischen Vaters zu verstehen, sondern gib uns vielmehr die Möglichkeit zu begreifen, aus welchem Grund das alles geschah. Nämlich, dass du, der du aus dem Volk Israel hervorgingst, unsere Erlösung und unser Heil bist. Gib, dass wir das weitergeben können. Und gib, dass wir auf deinen Wegen bleiben. Nimm du alles von uns jetzt, was uns trennt von dir, damit wir dir die Ehre geben können. Alles Schöne kommt von dir, oh Gott. Alles
Hals. Ich freue mich, du,
Gebet, das wir auch heute aufzeichnen. Daher wird die Kulisse des Friedensgebetes für morgen die gleiche sein wie jetzt beim Gottesdienst. Und wir laden herzlich ein zum Gottesdienst am kommenden Sonntag. Dann sind wir schon beim dritten Sonntag nach Trinitatis. Ich möchte gerne ein paar Einladungen weitergeben. Am Samstag findet um 18 Uhr das Konzert zum 10-jährigen Bestehens des Chores Provokant in der Kirche zu Puderbach statt. Und am Sonntag findet ebenfalls in Puderbach der Festgottesdienst zum 100-jährigen Bestehen des Posaunenchores Oberdreis statt. Jeweils nach den Veranstaltungen ist ein gemütliches Beisammensein geplant, am Samstag in der Kirche und am Sonntag mit Mittagessen im Gemeindehaus in Puderbach. Zu beiden Veranstaltungen laden wir ganz herzlich ein. Wir sind dankbar, dass ihr auch heute wieder mit uns Gottesdienst feiert, auch wenn es heute ja wirklich ein
sehr schweres und anstrengendes Thema ist, das wir behandeln. Aber ja, wir haben Gemeinschaft mit Jesus und ja, da können wir getrost sein, dass er uns auch da hindurch hilft und trägt. Wir werden auch in diesem Gottesdienst wieder die Spendenkonten für die Blutopfer und auch für die Ukraine einblenden und auch nochmal das Plakat von dem Jubiläumswochenende, damit ihr die Veranstaltungen auch nochmal alle im Blick habt. Herzlichen Dank sagen wir auch für eure vielen Spenden bei allen Kollektenzwecken. Und ihr könnt wie immer die Spendenzwecke aus dem Internet und auch über eure Gemeindeämter und über die Präsenzgottesdienste erfahren. Gott segne Geber und Gaben. Wir wollen nun miteinander die Fürbitte halten. Lieber Vater, durch Jesus Christus kommen wir zu dir, um unsere Anliegen vor dich zu bringen. Aber zunächst, um dir Dank zu sagen für all das, was du im Laufe der Geschichte, die auch deine Heilsgeschichte an uns Menschen ist, getan hast. Wir bitten dich darum, dass du uns zeigst, wie wir mit all dem umgehen sollen. Wir bitten dich, gib du uns das Verständnis, dass wir auch vieles nicht verstehen, weil deine Wege eben nicht unsere Wege sind. Aber gib uns die Gewissheit, dass du mit uns auf unseren Wegen gehen willst. Frieden. Zeige du uns, was Frieden ist. Zeige du uns, dass dein Friede nicht der brüchige und wackelige Friede ist, den wir versuchen herzustellen, sondern mach uns klar, dass dein Friede im Herzen eines jeden Menschen beginnt. Mach uns klar, dass dein Friede im Kleinen anfängt. Im Umgang in der Familie miteinander, im Umgang in den Kindergärten und Schulen, in den weiterführenden Schulen, an den Arbeitsplätzen und Universitäten und wo sonst auch immer. Denn nur wo dein Friede im Kleinen beginnt, kann er sich im Großen ausbreiten. Und um diesen Frieden bitten wir dich. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Herr, wir bitten dich auch dafür, darum, dass wir mit der Pandemiesituation verantwortlich umgehen. Ja, wir können es nicht mehr hören. Aber wir wissen auch, dass diese Pandemie eben noch nicht vorbei ist. Bei allem, was uns bewegt und freut, dass wir wieder mit Menschen zusammenkommen können, ja, dass wir Dinge feiern können, die uns 2 Jahre lang verwehrt geblieben sind. Herr, bei all dieser Freude, lass uns aber auch die Besonnenheit nicht aus den Augen verlieren. Denn eine Massenpandemie bringt niemanden weiter. Wir bitten dich um Umsicht, auch im Handeln derer, die für das alles verantwortlich sind. Gib ihnen die Weitsicht, dass wir ja einer großen 5. Welle im Herbst ja vielleicht nicht entgehen, aber sie abmildern können. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
wir bitten dich auch um deinen Geist für deine Kirche. Wir hören immer wieder von Austritten, gerade aus den großen Volkskirchen. Herr, wir bitten dich, mach den Weg frei, dass wir erkennen, dass unsere Kirchen mehr als reine Institutionen sind. Gib, dass gerade wir als Volkskirche erkennen, dass du derjenige bist, der uns überhaupt zu unserem Bestehen und Existieren berechtigt. Wir bitten dich, gib uns deinen Geist bei allem, was wir tun. Gib, dass Einschnitte, die aus Nöten herausgeboren sind, durch dich zum Segen werden. Wir bitten dich, lass dein Wort in alle Winkel der Welt dringen. Lass es rein und in Wahrheit verkündet werden. Und gib allen, die daran beteiligt sind, die Freude an der Verkündigung ins Herz. Alles, was uns sonst noch bewegt, bringen wir nun in der Stille vor dich. Wir bringen dir auch die Menschen, um die wir uns persönlich Sorgen machen. Du hast gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Wir bitten dich, lass uns um diesen Frieden bitten für unsere Welt. Mache du uns immer wieder neu zu deinen Kindern, damit wir voll Vertrauen vor dich treten können und beten können, wie du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lass uns miteinander das Schlusslied singen. Das ist die Nummer 575, Segne und Behüte. Ich möchte euch ganz herzlich danken, dass ihr mit uns diesen Gottesdienst gefeiert habt. Wir bitten euch, dass ihr gesund bleibt und auf euch aufpasst. Und wir wünschen euch, dass ihr trotz alledem eine gute Zeit habt. Und so geht nun hin mit dem Segen des Herrn in diesen Tag und
in den Rest der Woche. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns alle und schenke uns und der Welt seinen Frieden. Amen, Amen, Amen. Als Nachspiel hören wir Vater unser im Himmel. Musik.